meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Vlog. Wie ich euch ja gestern schon erzählt habe, werde ich heute zum Friseur gehen. Ich habe vorhin noch schnell Haare gewaschen, aber sie nicht geföhnt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich schade um die Zeit, weil die Friseurin wird mir wahrscheinlich sowieso die Haare waschen. Ich möchte nämlich zum Friseur gehen, weil ich mit meiner Frisur nicht zufrieden bin. Es geht mehr als nicht um die Farbe, sondern einfach um den Schnitt. Letztens, wo ich beim Friseur war, hat die mir einfach nur so einen geraden Schnitt verpasst. Und ich hätte aber gern meinen Stufenschnitt beibehalten, den ich gehabt habe. Weil somit die Haare einfach ein bisschen schöner formbar sind, schöner stylbar und nicht so aalglatt runterhängen wie jetzt. Und eventuell möchte ich mir auch so einen seitlichen Pony machen. Lassen, das habe ich schon öfter mal gehabt. Also das ist nicht so einen richtigen Pony, sondern so einen seitlichen. Muss ich hier ein bisschen kürzen. Mal schauen, auf jeden Fall. Und ich möchte die Haarlänge nicht zu krass verlieren, aber ein bisschen stufig, um einfach ein bisschen mehr Volumen zu haben. Ich werde mir die Haare jetzt noch, glaube ich, schnell in einem Dutt zusammen machen. Aber ich habe hier im Büro kein Gummiringerl, deswegen, Moment. So, wie ihr seht, habe ich mir jetzt einen provisorischen Dutt gemacht. Der muss jetzt einfach nur meine Haare aus dem Gesicht halten. Optik ist jetzt mal egal, weil ich bin dann eh gleich beim Friseur. Ich freue mich schon sehr. Bevor ich jetzt aber losdüse, werde ich noch ein bisschen was einkaufen müssen. Online shoppen. Ich brauche nämlich Feuchttücher und so Schwimmwindeln und so weiter für die ganz kleinen Mädels. Und ich werde es zusammen mit euch machen, weil ich werde euch iGraal vorstellen. Das ist nämlich ein Cashback-Anbieter für die Leute, die das vielleicht noch nicht kennen. iGraal hat nämlich 1500 Partnershops. Das heißt, ihr könnt auf die iGraal-Seite zugreifen und von dort aus direkt zu euren Lieblingsshops, die ihr halt habt, shoppen. Und ich werde euch das Ganze natürlich gleich zeigen. Ich werde euch meinen Bildschirm zeigen, wie das Ganze so ausschaut, wie die Webseite so ausschaut und dann auch den Bestellvorgang bei mir. Und so schaut die iGraal-Webseite aus, über die ich jetzt gleich shoppen werde. Ich werde euch noch ein bisschen was vorher zeigen. Also auf der Webseite hat man hier mal so eine kleine Übersicht, Jobangebot des Tages und so weiter. Dann gibt es die Daily Deals, da sollte man auch unbedingt vorbeischauen. Da gibt es nämlich immer ganz spezielle Prozente vom Cashback. Oder auch, es gibt, also nicht nur bei den Daily Deals, aber es gibt bei iGraal auch Shops, die unter anderem nicht nur prozentuelle Cashbacks anbieten, sondern auch Gutscheine. Das heißt, ihr könnt dann richtig doppelt gemoppelt sparen, was ich richtig cool finde. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, bei mir steht Diana. 13,72 Euro. Ich habe nämlich schon ein bisschen was geshoppt die Tage. Und wenn man sich anmeldet, bekommt man automatisch 5 Euro Cashback. Aber wenn ihr ein Konto bei iGraal macht, über meinen Link, dann bekommt ihr ein Startguthaben von 10 Euro. Also doppelt so viel. Das ist nicht mega cool. Also wie gesagt, nutzt unbedingt den Link, falls ihr euch auch iGraal zulegen wollt. Das kostet euch nichts. Ihr könnt sparen und bekommt Geld zurück. Also mega cool. Und ihr bekommt, wie gesagt, ein Startguthaben von 10 Euro. Und ab 20 Euro, also wenn ihr ein Guthaben von 20 Euro habt, dann könnt ihr euch das erste Mal auszahlen lassen. Entweder auf euer Konto oder auf euer PayPal-Konto, also wie ihr das möchtet. Ja, und ich würde mal sagen, ich werde mal ein bisschen was einkaufen, was ich brauche. Ich habe euch ja gesagt, ich brauche Feuchttücher und Schwimmwindeln und so weiter. iGraal Österreich gibt es eine spezielle Sparte, wo Babymarkt.at drin ist. Mag ich zum Beispiel total gerne, weil es ist gratis Lieferung, was ich auch super, also ich zahle nichts für die Versandkosten. Und wie ihr sehen könnt, habe ich bis zu 5% Cashback. Deswegen klicke ich hier auf Go und kann schon shoppen. So, und ich werde jetzt gleich die Sachen, die ich brauche, in den Warenkorb legen. Also ich werde Feuchttücher, habe ich euch gesagt, die werde ich holen. So, wie ihr sehen könnt, ist mein Warenkorb schon ready. Ich habe Feuchttücher drin, Schwimmwindeln und noch eine Packung von den normalen Windeln drinnen. Und habe eine Gesamtsumme von 99 Euro. Ich werde das Ganze jetzt bezahlen, aber ohne euch, weil jetzt kommen dann meine privaten Daten zum Vorschein. Und ich werde euch dann gleich im iGraal-Konto zeigen, wie sich mein Kontostand verändert hat. Das ist mega cool auf jeden Fall. Und ja, also bis gleich. So, meine Lieben, und jetzt zurück zur iGraal-Webseite. Schauen wir uns mal meinen aktuellen Kontostand an.
Wie ihr sehen könnt, hat sich der natürlich jetzt verändert, weil, ja, ich habe jetzt echt das Geld zurück vom Babymarkt schon gut geschrieben bekommen. Also, ist das nicht mega cool? Man kauft Sachen und dann bekommt man auch Geld zurück. Also, mega. Bei seinen Lieblingsshops, ich meine, 1500 Shops, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, da ist bestimmt was für jeden dabei. Wenn ihr euch auch bei iGraal anmelden möchtet, dann nutzt unbedingt den Link, den ich euch in die Infobox reinpacke, weil dann bekommt ihr ein Startguthaben von 10 Euro und normalerweise bekommt man nämlich nur 5 Euro. Also nutzt das auf jeden Fall aus, meldet euch da an. Ihr habt nichts zu verlieren, ihr bekommt nur Geld zurück. Mega, oder? Ja, und ich würde mal sagen, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zum Friseur. Ich freue mich. Ich bin jetzt im Auto, also ich bin schon angekommen beim Friseur, habe mich hergepackt und bin ein bisschen nervös, weil, ja, ich weiß nicht, so ein Stufenschnitt ist halt auch so eine Sache. Ich hoffe, es gefällt mir. Oh Gott, wenn es mir nicht gefällt. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es mir gefällt. Okay, auf jeden Fall werde ich jetzt schnell losdüsen. Ich muss noch einen Parkschein ausfüllen und dann let's go. Mal schauen, wie ich, ob ich überhaupt filmen kann und so weiter. Wenn nicht, zeige ich euch natürlich dann das fertige Ergebnis. Ach, ich bin gespannt. Bis gleich. Ich zeige euch noch nicht, ja. Ich wollte eigentlich direkt zu meiner Familie filmen. Patrick hat gesagt... Du hast noch andere Mitglieder. Aber deine Reaktion war... Was ist neu? Toll. Also, schauen wir mal, was der Papa sagt. Hallo, Kinder. Papa. Hi. Au. Au. Hallo, Baby. Hi. Au, Sophie. Die kratzen mich alle. Papa, wollt deine Reaktion filmen? Wo warst du bis jetzt? Was sagst du zu meiner Frisur? Oh ja, sehr schön. Schön? Sehr schön. Ist nur stufig. Wie viel hast du bezahlt? 30 Euro für die Frisur und 6 Euro fürs Augenbrauenzupfen. Hast du Augen auch gezupft? Au, die Kunde kratzen mich. Also meine Lieben, so schaut's aus. Mein Stufen. Sehr schön, Mama. Schön, oder? Ja. Hat sie auch schön geföhnt, gell? Schaut mal. Voll schön schaut das jetzt aus. Viel frischer und viel... Ich habe mir auch so Wellen reingemacht, so Naturwellen. I like that. Baba kämpft hier mit Passo. Alltag? Der geht in 15 Minuten hoch. Ja, warte mal. Ja, auf jeden Fall, schreibt mal unten in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen nach oben. Alltag, ein Strich. Papa, was ist? Kämpfst du hier mit Thumbnail? Mit was kämpfst du überhaupt? Und meine Augenbrauen, schaut mal, wie schön die gezupft waren. So, jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich das Video weiter bearbeiten. So, meine Lieben, ich habe jetzt noch schnell das Video fertig bearbeitet, wo der Papa damit ein bisschen gekämpft hat. Und der Papa ist jetzt kurz mit Patrick weggefahren und ich bin jetzt mit den Mädels. Hier ist die Luisa. So, die Luisa ist auf jeden Fall hier mit ihrem Smart-Trike-Dreirad. Die Michelle fährt, wie heißt das nochmal? Pennyboard. Und die Lara fährt Fahrrad. Ah, du musst dich wieder so schieben. Ja, machen wir mal. Ich werde das, glaube ich, können. Ich bin jetzt gleich die Expertin. Ja, natürlich, ich bin gestern auch gefahren mit dir. Joi. So cool, da hat man eine Tasche, da kann ich eine Kamera reinstellen. Boah. Wir haben jetzt die Fahrräder gegen die Hunde ausgetauscht. Aua. Wo ist denn? Hast du dich da getroffen? Baby! Ne, da musst du dort gehen, wo ich nicht sowas ist. Baby, Sophie! Und dann Baby. Na, schau her, die kommen ja wieder selber zu. Amy, komm! Amy! Die kommt auch. Lauft weiter. Geht's weiter. Michelle voller Panik, dass die Hunde nicht mehr zurückkommen. Die Amy ist mal genüsslich runtergerutscht. Hast du gesehen, wie sie ausgeschaut hat? Das ist ein Spaß. Hier im Wald lasse ich sie dann immer gern ohne Leine, weil das ist ja auch schön für die Hunde, dass sie da halt so herumlaufen können. Die Lara kann schon cool pfeifen, ne? Schau mal. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine kleine Runde mit dem Fahrrad gemacht. Jetzt die Hunde geholt und sind mit denen jetzt in den Wald. Und es ist echt schön, weil es hier echt kühl ist.
Die wollen zum Wasser. Ja, du gehst mit Mama bei der Hand. Die Lisa hat Angst, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Die sind schon im Wasser. Lisa, nicht laufen. Ich kann nämlich da nicht runterlaufen, Schatzi. Der geht da vor mir. Da kannst du jetzt wieder alleine gehen. So, wir sind jetzt auch gleich beim Wasser. Michelle, wo bist du? Bist du auch schon im Wasser? Marschel, wo ist die Marschel? Luisa, da ist die Michelle, schau. Mama, ich mag sie eigentlich angeln. Wir haben da vorne noch im Wasser gekämpft. Luisa. Ich mach ja nichts. Oh Gott, wie dreckig sind unsere Hunde. Wie schaust du denn aus, Lara? Lara, wir nehmen ein Blatt und putzen das, schau. Ihr müsst mal aufhören zu weinen. Was habt ihr für City Girls? Was ist das? Stadtmädel. Ist schon gut, Luisa. Alles gut. Fertig. Schaut euch mal bitte an, wer auch zu uns in den Wald gekommen ist. Oh mein Gott, jedes Mal. Du kleiner Schatz. Bist du uns beschützen? Jetzt werden die Hunde abgespritzt. Luisa, jetzt geht's nicht in den Pool. Hast du nicht, Lara? Sie hat sich. Die Hunde sind nämlich da in dieses Schlammwasser reingesprungen. Sieht man, oder? Am Kopf musst du auch, Batti, weil der ist. Schau sie an, wie dreckig sie ist. Ja, die ist sich fix ruhiger. Von oben, Patrick. Patrick, ich werde. Meine Füße werden hier gewaschen. Kann ich loslassen? Ja. So, Sophie, let's go. Schau mal, meine Sandalen. Du bist. Also deine Füße auch gleich mitgewaschen, ne? Beine. Ich war heute schon duschen. Nochmal halt. Schau, Lisa, das ist schon geil. Ja, wow. Ja, super. Bitte? Lara, du tust dann mit der. Du duscht, badet heute. So, jetzt haben wir die Hunde sauber gemacht und jetzt chillen wir ein bisschen im Garten. Lisa spielt hier mit ihrem Auto, mit ihren Pferden. Sag mal hier, Lisa. Wow! Ich will die Auto! Lisa hat hier ein Auge beim Auge, seht ihr? So ein rotes, ich glaube, da kommt so ein Gerstenkorn. Und schau, das Dino ist die Michelle hat auch schon mal so ein Gerstenkorn und ich auch. Man schaut, das juckt eigentlich. Naja, wenig, aber ja. Aber die Luisa macht das eh nicht. Sie spielen hier mit den Pferden, die Mausis. Die zwei Großen sind da. Geht und schaukeln. Ich schaukel auch. Und jetzt werden wir gleich die Lara und die Luisa in die Badewanne reinschmeißen. Bitte? Du hast eine Verletzung? Ja, da. Und habe ich mal, da musste mich immer kratzen. Oh, du armes Mädchen. Und dann ist das arme Fäbe. So, sollen wir euch in die Badewanne einlassen? Schau noch nach dem Rad! Das ist auch Rad. Gehen wir baden? Ja, baden. Kann ich rein? Musst du mich schon? Nickel. Ich bin auch mal berühren. Das ist ein Stück Gras, Lara. Ich kann auch baden. Gehen wir baden. Die Mädels sind geduscht. Wir haben jetzt noch schnell Abendessen gemacht. Wir haben einen leckeren Salat. Also das ist nur für mich und für den Patrick. Ich habe Mozzarella-Sticks. Der Patrick hat vegane Chicken Nuggets. Und die anderen essen Suppe und Reisfleisch. Und die Mädels dürfen ein bisschen im iPad schauen. So, meine Lieben, wir haben jetzt gegessen. Und ich bin sowas von hundemüde. Papa geht jetzt noch runter mit Patrick und spielt ein bisschen Playstation. Ich muss ein bisschen die Sau rauslassen. Ich gehe Call of Duty spielen. Ja, super. Und ja, ich werde jetzt mit den Kleinen hier oben bleiben und ein bisschen kuscheln. Ich hätte mir
Wasser bringen sollen. Ja, bitte, Patrick, sei so nett. Na gut, mein Lieben. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Ich mich auch. Danke. Bis morgen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Und ein großes Dankeschön geht auch raus an Ikral. Danke für die Zusammenarbeit.